Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu Pokémon Trading Card Game. Ja, ihr habt abgestimmt. Es ist nicht das Glumanda und Freunde Deck, es ist nicht das Shiggy und Freunde Deck. Die Mehrzahl war für das Bisasam und Freunde Deck. Warum das so ist, ich weiß es nicht, denn das Bisasam Deck ist meiner Meinung nach scheiße, aber ich werde mich eurem Willen beugen und das Bisasam und Freunde Deck nehmen. Jawohl. Okay, hier sind die restlichen Karten. Brillux erhält ein Bisasam und Freunde Deck. Ja, wie das mit den Karten ist, wie werde ich das machen? Da habe ich mir ganz viele Gedanken von gemacht, aber ich werde auf jeden Fall mindestens jeden Trainer einmal zeigen, dann aber wahrscheinlich offscreen ganz oft gegen verschiedene Trainer kämpfen, um viele Bonus, Booster-Decks zu sammeln. Und ich habe gelesen, es gibt auch irgendwo einen Trick, wie man sich Booster-Packs besorgen kann. Den werde ich eventuell irgendwann mal ausnutzen. Es geht hier nur darum, euch zu zeigen, wie die Duelle sind und so. Und generell spannende Duelle zu machen. Und da muss ich jetzt nicht unbedingt hinter bestimmten Karten hecheln. Und wir kriegen ab und zu E-Mails. Das soll auch irgendwo der Trick. Ich muss mich da nochmal irgendwo reinlesen. Irgendwie soll es da einen Trick geben. Egal, wir kriegen immer wieder eine E-Mail von Dr. Mason. Und der gibt uns ein paar Tipps, die wir nicht brauchen. Ja, bla bla bla. Gleiche Karten sammeln. Das vereinfacht die Zusammenstellung eines Decks. Es gibt vier verschiedene Booster-Packs, das heißt, ich werde mir vier Gegner raussuchen, die nicht besonders schwer sind, die jeweils die verschiedenen Booster-Packs rausgeben und dann da ganz oft gegen die kämpfen. Bla bla bla. Und ich habe noch was für mich. Er hat noch was für mich. Jawohl, ein Booster-Pack Kolosseum. Das heißt, wir kriegen schon mal die ersten neun Karten. Detektor. Das ist nicht schlecht. Entferne zwei Karten aus deiner Hand, um eine Trainerkarte aus deinem Ablagestapel aufzunehmen. Im Moment noch nicht so nützlich, aber okay. Also dann werde ich jeder E-Mail eine Boosterpackung hinzufügen. Ja, ja, bla bla bla. Gut, dann würde ich sagen, ich werde erstmal in die Config gehen, das sollte ich nicht vergessen. Und die Sprache umschalten, das wird nämlich helfen. Okay, gut, das ist die Welt. Wir haben hier ganz verschiedene Clubs. Wir haben den Steinclub, Elektroclub, Kampfclub, Wasserclub, Pflanzenclub, Psychoclub, Wissenschaftsclub und Feuerclub. Also 8 Clubs. Und in jedem Club gibt es Clubmeister. Die müssen wir besiegen, um Medaillen zu kriegen. Und wenn wir die Medaillen kriegen, können wir gegen die 4 Großmeister im Pokémon Dome antreten. Dann gibt es noch die Challenge Hall und das Fragezeichenhaus. Das sind auch zwei Gebäude, die später wichtig werden. Aber ja, das Grundprinzip ist eigentlich wie in jedem Pokémon-Spiel. 8 Orden oder in dem Fall Medaillen sammeln und dann die Top 4 bzw. die Großmeister herausfordern. Wir haben ein Pflanzendeck und deswegen werde ich als erstes mal in den Steinclub gehen. Und dort treffen wir unseren Rivalen, Ronald, oder Ronald, je nachdem wie ihr wollt. Nun, die Steinmedaille zu erlangen war nicht schwer, wenn ich so weitermache, bla bla bla. Legendäre Pokémon-Karten. Du versuchst, die legendären Pokémon-Karten zu bekommen, ja klar. Du musst die 8 Clubmeister besiegen und die 8 Medaillen gewinnen. Dann musst du zum Dome gehen und die großen 4 Großmeister besiegen. Ja, wie gesagt, das kommt uns sehr bekannt vor. Vor allem, weil ich es gerade erklärt habe. Aber okay. Ja, jeder Kampfclub hat auch eine Lobby, wo man so ein paar Leute ansprechen kann. Ishihara, der am Cup im Nordwesten lebt, er besitzt 10.000 Karten. Vermutlich auch seltene Karten, okay. Pascal ist wirklich gut. Ja, das ist Pascal, er ist ein Mitglied des Steinclubs. Wollen wir gegen Pascal antreten? Ja, das wird unser erstes richtiges Duell. Ein Duell um 4 Preise. Harte Pokémon-Deck, okay. Ich weiß leider nicht auswendig, was die ganzen Leute hier für Decks benutzen. Deswegen, es wird wahrscheinlich oft passieren, dass ich Duelle verliere. Das wollen wir mal sehen. Okay, das ist schon mal eine schlechte Hand für den Anfang, aber pack mal Goldini als Pokémon und die anderen auf die Bank. Und das war's erstmal. Er hat nur 2 Pokémon. Bitte lass mich wenigstens anfangen. Nein, natürlich nicht. Ja, Münzwurf. Der Münzwurf, sofern er nicht, zu meinem Vorteil geschieht, ist hier so gegen mich. Da seht ihr, der hat schon wieder Kopf geworfen.
Also, ich habe einfach kein Glück. Aber das ist nicht, das geht nicht nur mir so, das geht den meisten Leuten so. Okay, ich bin fertig. Und jetzt ist er wieder dran. Und er hat ein Onyx auf der Bank. Bitte sehr. Mann, blöder Silberblick. Das heißt, wenn er Kopf wirft, darf ich im nächsten Zug nicht angreifen. Und das ist natürlich blöd, weil so kann er immer mehr... immer mehr Dingsbumse... sammeln. Immer mehr Energie. Aber auch ich sammle. In der Voraussicht, dass ich eventuell mal angreifen darf. Komm schon. Was ist das denn? Das geht ja schon gut los. Das ist unser erstes richtiges Duell und das geht schon so in die Hose, ey. Mistkacke, die das ist hier. Dieser Samen. Ein Zug warte ich noch. Ich hoffe, ich kriege eine Pflanzenenergie. Oh, jetzt. Seht ihr das? Seht ihr das? Dreimal hintereinander Kopf. Das ist doch echt zum Verrücktwerden. Komm schon. Ja, jetzt greift er richtig an. Und zwar richtig, richtig. Verdammt nochmal. Das ist so unfair. Das geht schon richtig beschissen los. Tja. Was soll's. Und jetzt entwickelt er sein Tragossomon noch schnell zu Knogger. Natürlich. Natürlich. Alles klar. Geht gut los, ne? Bitte eine Pflanzenenergie. Jawohl. Wenigstens etwas in... etwas zu meinem Gunsten. So. Gut. Jetzt wäre... Es ist gut, wenn ich ein paar mehr Energiekarten kriege oder gute Pokémon. Wie auch immer. Grihorn wurde besiegt und ich kriege natürlich einen scheiß Goldini. Wettner wirft Kopf? Nee, okay, diesmal nicht. Jawohl, und nochmal Zahl. Dann habe ich noch eine Runde. Jawohl, bisschen Glück habe ich doch. Das ist schon mal gut, dass ich wenigstens ein bisschen Glück habe, dass er mir keinen Schaden zufügt. Und machen wir mal Nidoran. Egelsamen. Egelsamen füllt auch meine Lebensenergie wieder ein bisschen auf. So, und wenn ich Glück habe, dann schafft das jetzt wieder nicht, Kopf zu werfen. Das wäre mir sehr, käme mir sehr gelegen, aber nein, das passiert leider nicht. Verdammt, 30 Schadenspunkte, das heißt, dass dieser Samen ist schon mal weg. Und er nimmt seinen zweiten Preis. Und da kommt dieser Knosp, natürlich. Natürlich, was kannst du? Oh, sehr gut, dann machen wir das so. Wir haben ja noch ein zweites Bisasamen und wir geben dem Bisaknosp Feuerenergie, damit es den Angriff vorbereiten kann. Und jetzt Kratzfurier. Jawohl, wir haben gewonnen. Also nicht gewonnen, aber wir haben auf jeden Fall das Knogger besiegt. Und dürfen uns jetzt auch den zweiten Preis nehmen. Ein Mauzi, immerhin. Und Onyx. Steinwurf. Verdammt. Ah, Steinwurf macht nur 10. Ja, Onyx ist ein Tank, aber der hat nicht unbedingt was drauf. Das ist schon mal sehr gut. Okay, jetzt müssen wir... Jetzt gehe ich ein Risiko ein. Plus Power erhöht die Angriffskraft. Aber wenn ich mit Kratzfurier nicht treffe, dann bringt das eh nichts. Also... Nein! Jawohl. Und nochmal. Verdammt, ja, das hat jetzt auch nicht so was gebracht, aber 30 Punkte sind immerhin in Ordnung. Und Steinwurf ist nicht weiter gefährlich. So, jetzt eine Pflanzenenergie könnte ich gut gebrauchen. Ich setze erstmal Mauzi und Goldini auf die Bank und dann machen wir mal eine weitere Kratzfurie. Komm schon. Oh, dreimal Zahl. Mann, oh. Ich hasse diesen Münzwurf. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zu... Was für eine Kacke ist das denn bitte jetzt, hä? Pack's erstmal ein Pokémon auf die... Mauzi kann sich natürlich nicht zurückziehen. Ja, super. So verarscht mich das Spiel, indem es dem Gegner einfach mal einen Windhauch gibt. Okay, mein Mauzi kann nichts machen, es ist tot.
Super, ne? Jawohl. Sehe ich auch so. Okay. Wenn jetzt ein Pokémon von mir noch drauf geht, dann habe ich verloren, aber das wird nicht passieren. Denn jetzt, meine Damen und Herren, kommt dieser Knosp an die Reihe. Und wird seine letzten Pokémon auseinandernehmen. So wie auch dieses Dragosso. Das zwar den Angriff senkt, den Schaden, den wir machen, senken kann. Aber wir haben zum Glück eine Plus-Power. Die werde ich jetzt einsetzen. Rankenhieb. Und damit haben wir gewonnen. Huh! Sehr gut. Entscheidung. Sieg K.O. Puh, das war schon mal für unser erstes Duell, war das schon ziemlich spannend. Und Kabutops, nett. Nicht schlecht. Rizeros, gefällt mir. Und Pikachu. Rätsel. Pipi, Scheißkarten. Ah, Amoroso. Was kann Amoroso? Ah, könnte vielleicht irgendwann mal nützlich werden. Ja, beim nächsten Duell gewinnst du natürlich. Wirst du das. So. So sehen, sieht, ja, die Arena, sag ich mal, vom Steinclub aus. Und das ist der Leiter, Olaf. Stein ist hart und stark, zerbricht nicht unter Druck, bla bla bla. Möchtest du gegen Olaf antreten? Nein, noch nicht. Aber ich habe mit Olaf gesprochen. Und wenn man mit einem Leiter spricht, dann passiert Folgendes. Mason schickt einem eine neue E-Mail und sagt, ja, Olaf-Pokémon sind schwach gegen Pflanzen-Pokémon, ich weiß. Und dann gibt er uns ein Booster-Pack. Tauboss, nice! Hurricane! Das kann mir nützlich werden. Jetzt muss ich nur noch ein Tauboss, ein Taubsi und ein Tauboga. Weiß gar nicht, ob ich das hab, aber egal. Taubsi, Tauboss... Mein Gott, ich kann nicht sprechen. Tauboss kann echt nützlich werden. So, wir haben noch ein paar Minuten Zeit und ich werde das so machen. Ich werde mich in Duelle... Also wenn es zeitlich so passt, dass ich sagen kann, so, jetzt machen wir Schluss, dann mache ich Schluss. Aber wenn wir mitten in einem Duell sind und die Zeit geht aus, dann werde ich natürlich das Ganze dann mitten im Duell schneiden. Ich weiß gar nicht, warum ich euch das hier alles so sage. Wir hätten jetzt eigentlich noch ein paar Minuten Zeit, aber das ist so ein Fall, wo ich sage, jetzt ein Duell anfangen lohnt sich nicht wirklich. Vielleicht, wenn wir 5 Minuten Zeit hätten, würde ich das wagen, aber... ja, das war's also. Wir haben zum Glück gegen diesen Typen gewonnen. Beim nächsten Mal kämpfen wir gegen diese beiden hier. Obwohl wir es nicht müssen. Wie gesagt, wir könnten direkt gegen den Leiter antreten, aber ich hab's jetzt gesagt, dann werde ich es auch machen. Ich werde euch alle Trainer zeigen, die es hier so... Trainer, sag ich schon. Alle Pokémon-Kartenspieler zeigen, die hier auf der Insel rumrennen. Also, beim nächsten Mal diese beiden hier. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und haut rein.